So. Und jetzt gut aufpassen. Zur Abwechslung mal. Aber Gott sei Dank sind wir jetzt hier auf recht freiem Gebiet. Hier haben wir das alte Gebiet. Das heißt, ich muss nach Norden gehen. Ne? Deswegen ist auch hier alles so komisch. Weil wir schon hier waren und deswegen dieses Gebiet hier alt generiert wurde. Wir werden natürlich direkt angegriffen. Ich mache ihn mal platt, damit du uns nicht weiter verfolgst. Tschüss. Und wir gehen nach Norden. Hier so. Und sehen nach grünen Lichtern am Horizont. Da sehe ich schon mal Bäume. Das ist ein Hinweis darauf, dass da auf jeden Fall neu generiertes Gebiet ist. Und ich hoffe, da wird irgendwo etwas aufleuchten. Komm schon. Da haben wir Ruinen. Ach, hier ist Küste. Das sind gar keine Ruinen. Doch, da sind Ruinen, aber da sind Felsen. Ich dachte zuerst, das wäre ein Gebäude. Hm, dann müssen wir hier an der Küste so lang. Oder hier so. Ich weiß nicht genau, ob die Festungen weniger in Küstennähe sind. Hm. Ich gehe einfach mal hier lang und gucke. Weißt du was? Ich glaube, bei den Scharfschützen gewöhne ich mir mal an, Feuerbälle zu benutzen. Damit sie nicht immer Schaden machen. Sie schaffen es irgendwie immer, mich mindestens einmal zu treffen. Und noch ein. So. Nicht einmal getroffen. Sehr gut. Ja, die da, also auf die habe ich gar keinen Bock. Aber auf diesen Spawner da noch weniger. Sollen wir sie jetzt holen? Und dann können wir alleine gegen sie kämpfen? Ich glaube, das macht Sinn. Komm. Die wird uns sonst angreifen, wenn wir es am wenigsten gebrauchen können. Oh. So, ich gehe mal näher ran. Da kommt sie. Na, komm her. Na, also. Und dann laufe ich mal hier hin. Schön, wo keiner ist. So. Brenne. Hat er mich getroffen? Ja, ne? Ich glaube, ja. So, einfach beiseite gehen. Aufweichen. Shit! Nicht getroffen. Also, nicht ausgewichen, meine ich. Er macht seine Feuerbälle. Nee, doch nicht. Er macht seinen Charge. Nein, der Feuerball ging daneben. So, ja, so geht's doch. So haben wir immerhin ein wenig Kontrolle über den Kampf. So. Und noch zwei. Nummer eins. Und Nummer zwei. Oh oh, das Wetter ändert sich. Nein, bitte nicht. Dann sieht man wieder nichts. Na gut, was soll's. Ich bin extra da lang gegangen, um den Spawner... um nicht in die Nähe des Spawners zu kommen, aber da ist auch einer. Ja, aber ich glaube hier lang, ne? Dann gehen wir hier so vorbei. Es wird allerdings... Oder wird es gerade dunkel? War es nicht gerade eben morgens? Willst du mich verarschen? Hm. Naja, gut. Hier ist ein Nest, ne? Das nehme ich mit. Definitiv. Da. Sehr gut. Ja, komm. Und du auch. Nein, bleib hier. Dankeschön. So. Den Loot bitte. Vor allem die Aegis. Zwei. Sehr gut. Und Knochen. Aber aufpassen, dass hier keine Feinde kommen. So. Sammeln wir mal alles auf. Und hier müssen noch irgendwo Aegis sein. Sehr gut. Vier Stück. Und ich mache hier mal kurz einen Portal, weil scheinbar müssen wir pennen gehen. Wundert mich ein bisschen. Ich dachte eigentlich, es war gerade morgens, aber gut. Dann halt nicht. So, und hier bei dem Feuer aufpassen. Ah. So, und hindurch. Aber es kann nicht gewesen sein daran. Deswegen, ich bin doch eben gerade erst pennen gegangen. Also, ich glaube, das war nur ein Wetterumschwung, oder nicht? Ich guck mal kurz auf die Uhr. Weil, nach dem Gefühl, müsste es doch gerade erst Mittag sein. Ich glaube, das war nur Unwetter, oder nicht?
Ja, da ist doch morgens. Warum ist es gerade so dunkel geworden? Hä? Ich bin jetzt maximal verwirrt. Da, die Sonne ist doch da. Also war es ein Wetterumschwung oder nicht? Ich glaube ja. Gut, wie auch immer. Dann gehen wir weiter. Weil, Hauptsache vorankommen, ne? Würde ich sagen. Ausrüsten. Wir haben noch alles. Wir können sogar bald eine Tür wieder aktivieren. Oh, da sind wir schon. Ich habe gerade noch einen Schluck Tee genommen. Gut. Wir haben alles. Das packe ich mal vorsorglich hier hin. Und dann immer schön Stück für Stück vorsichtig vorarbeiten. Ich gehe mal so in diese Richtung. Da, ne? Es wirkt übelst dunkel. Ein Plan. Da hinten ist ein Spawner, den mache ich mal kaputt. Weil da müssen wir dran vorbei. So. Treffe ich den überhaupt? Ja, ne? Ich schieße mal ein bisschen höher vielleicht. So. Ja, ich glaube, das sieht gut aus. Was ist eigentlich, wenn ich gedrückt halte? Das geht auch, ne? Ja. Muss ich nicht wie ein Irrer klicken. So. Weil ich sehe schon kommen, dass der uns dann nachher richtig Trouble machen wird, wenn wir uns nicht um den kümmern. Da sind außerdem Geier. Da hole ich mir gleich die Nester. Denn das ist momentan mit einer der wertvollsten Ressourcen. Deren Egg ist. Na los, geht kaputt. Ist kaputt, ne? Gut. Dann mache ich dich kaputt. Und du kriegst ein paar Wurzeln. Na los, mach. Okay, das kommt mir nur wieder so vor. Ich bin schon wieder so ungeduldig. Die Wurzeln kosten ja auch ein bisschen was an Mana, ne? Also Eider. Und BAM! Feierabend. So. Und dann gehe ich mal kurz hier zu den Aegis. Da ist das Nest. Hier sind die. Kommt mal her, bitte. Alle Mann. So. Und du auch. Sehr gut. Tschüss. Und her mit deinem Loot. Und der da fliegt weg. Na gut. Aber hier sind noch Geier. Um die kümmere ich mich. Energieschild. So, herkommen. Tschüss. Und tschüss. So. Und so. Und dann hier das Ding. So, die ganzen Knochen. So. Vielleicht haben wir sogar Special-Knochen. Haben wir auch. Aber die noch einen Haufen interessieren mich nicht. Ist nur ein Ei? Echt jetzt? Nee, hier sind doch bestimmt mehr. Hä? Muss ich verarschen? Die hatten hier nur ein Ei in ihrem Nest. Oder habe ich die alle kaputt gemacht? Ich glaube nicht, dass ich die kaputt machen kann, oder? Die hat nur ein Ei hier im Nest. Schade. Wie viele Eggs haben wir? Drei. Naja, super. Gut. Weiter. Wir müssen weitergehen, ne? Ja, da so lang. Ich laufe mal hier an dem Spawner vorbei. Und ignoriere ihn. So gut es geht. So. Und da hinten sehe ich Häuser. Da könnten wir uns vielleicht eine Base bauen. Und ich sehe hier keine Festung. Da! Ja! Yes, 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 yes! Gut, dann oh, Asquin. Ich mach mal eine Tür an, damit ich hier in Sicherheit gehen kann. Und nehme dann den. Weil mit diesem Stein hier zum Beispiel fühle ich mich sicher. Da kann ich mal schön drum rumrennen. So. Oh, der Stein ist weg. So wie zu dem Thema. So, und nochmal. Bam! Feierabend. Huch. Oh. Oh oh, oh oh, oh oh, nein, bitte nicht. Sie kommt, doch nö. Gut, ich mache hier mal ein paar Wurzeln hin. Ja, scheiße, das wird doch jetzt schon wieder, das wird doch...
Wir haben immer eine Akteur an. Ich muss jetzt mich um diese Walküre kümmern. Anders wird das nix. Zwerg! Da ist ein Zwerg! Der kommt mir sehr gelegen. Da hau ich ab. Da hau ich ab. Und hoffe, dass die Walküre sich nicht mehr für mich interessiert. Ich baue mir hier schnell ein Portal hin. Nein! Schon kommt eine Askin um die Ecke. Drei sogar, Alter. Come on. Ah! Nein! Lasst mich! Hui! Sieben. Energieschild. So. Dann Wurzeln. So. Und weggerollt, weggerollt. Hui, ui, ui, ui. Und hier lang. Los, kloppt sie doch kaputt. Und die Walküre ist wieder hier. Oh Mann. Oh Mann. Sterbt endlich. So, sind die Aspens down? Ich hoffe es doch. Die Walküre ist auch schon gut gedamaged. Das heißt aber nichts. Kontenance bewahren, das schaffen wir schon. Wow, 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 Vorsicht, 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 Vorsicht. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. So, außer Range. Und. Puh. Puh. So. Dann kommst du mal her. Und ich mach dich platt. Dann sammle ich das Aspenzeug hier ein. Und gehe ganz schnell nach Hause. Wo sind hier die Himmelsfedern? Hier. Die kann ich nicht mitnehmen. Da lasse ich mal das hier. Weiß nicht, wie viele es sind, aber passt schon. Und ich mache meine Base einfach hier rein. So. Go, 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 go. Baust hier irgendwo hin. Schienes. Portal. Ach, er geht ja nicht auf Pflanzen. Komm schon. Na also. Ah. Und hindurch. Boah, was ein Kampf. Aber hat Bock gemacht. Ich meine, okay, logisch, dass es Bock gemacht hat, wenn wir nicht gestorben sind. Und mit einer Menge Loot rausgehen. Aber das war auf jeden Fall gerade schon wieder sehr brenzlig. Aber wir haben es geschafft. Sehr gut. Es ist immer noch Tag. Es kommt mir die ganze Zeit so vor, als ob es schon übelst dunkel wäre. Naja gut, wenn das so ist, dann bereiten wir mal unseren Belagerungsturm vor. Und diesmal mache ich nicht das da mit den Treppen. Aber andererseits werde ich auch diesmal ganz bestimmt nicht wieder über die Ecke gehen. So wie das letzte Mal. So, ich habe die Nothölzer dabei. Ich mache den hier mal auf die 6. Die Magie-Dingens brauchen wir gerade nicht. Außerdem entfernen wir direkt die Dingens, die wir können. Die, ich vergesse immer den Namen. Ballisten. Allerdings muss ich den Spawner da vernichten, ne? Ja, das hat Prio. Erstmal mache ich dich platt. So. Und dann mache ich den da hinten kaputt. Weil der ist so dicht an unserer Base, dass er irgendwann uns zum Verhängnis wird. Das weiß ich jetzt schon. Ach, Digi. Und wenn wir dies dann doch abhauen. So eine plumpe KI haben die eigentlich. Gut. So, Energieschild und Feuerball. Schade übrigens, dass die Wurzeln das Ding nicht verkloppen. Das wäre voll geil, wenn die auch das als Ziel ansehen würden. Aber nein, nur bewegliches. Okay, beziehungsweise lebendiges wahrscheinlich eher, ne? Zieh dich. Ich hab zu tun. So, jetzt kann ich mich um dich kümmern. Jetzt bekommst du die volle Aufmerksamkeit von mir. So, du kommst auch nochmal her. Regeneriere ich ein bisschen Mana und dann mache ich dich mit einer Salve platt. Na, sag mal. Sind noch getroffen, dreist. So. Gut. Und dann würde ich sagen, wir gehen hier hin. Da sehe ich schon die eine Dingens. Ich gehe mal hier in Deckung und versuche das mal von hier zu treffen. Wird der da auf mich aufmerksam? Nee, ne? Ich glaube nicht.
Ich glaube, die Aufmerksamkeit von den Dingern funktioniert nicht so sehr gut. Dann hier hinten den auch nochmal kaputt machen. Und auch wenn die Zahnräder despawnen, so schlimm ist das nicht. Wir haben so viele von den Zahnrädern gefunden, mehr als wir brauchen. Also, auch wenn da vielleicht ein paar Ressourcen verschütt gehen, nicht weiter wild. So, das Ding ist auch kaputt. Dann gehen wir nochmal zu der Ecke da und machen das auch nochmal. Oh, wir kommen sogar einmal komplett rum, ne? Dann kann ich sogar alle vernichten, glaube ich. Ich mache das dann auch. Weil dann müssen wir uns nicht darum kümmern, während wir auf den Zinnen sind. Hä? Der ist ja schon kaputt. Hä? Keine Ahnung, warum. Na gut, haben wir weniger zu tun. Und... Oh! Da ist ein Hexer! Ist das so, ja? Weißt du was? Hier. Habe ich einen Troll für dich. Und ich schmeiße dich während des mit Feuerbällen. Dann bin ich dich schon mal los, nämlich. Weil der macht den Troll, glaube ich, gleich down. Mit seinen Flammen und so. So. Und so. Könnte sein, dass er jetzt stirbt. Jo, ist tot. Sehr gut, der Troll auch gleich. So, dankeschön. Dann habt ihr euch auch um den Troll für mich gekümmert. Das ist natürlich sehr gut. Oh, hier ist so ein Stein direkt nebenan. Da kann ich doch das nehmen. Das ist ja übel praktisch. Kann ich hier oben stehen und reinballern. Geil. Okay, warte mal. Hä? Das ist ja perfekt, wenn hier so ein Stein daneben ist. Da. Ich kann schön bequem das Ding zerstören. Den zerstören. Kann die hier zerstören. Mit denen fange ich mal an. So. Oh, ist das ein Traum. So. Hm, vielleicht ein paar Würzelchen rein, wa? Oh, da ist auch der Hexer. Oh, da habe ich ihn runtergeboxt. So. Ja, dann kümmere ich mich mal um die Spawner. Nee, weiter runter. Jo, so ist gut. So. Oh, das war's schon. Sehr gut. Dann, ja, sollen die mich beballern, oder? Ist ja eigentlich egal, selbst wenn sie mich treffen. Wir können ja jederzeit unser Energieschild refreshen. Hauptsache, die Spawner sind schon mal weg. So. Das ist ja die entspannteste Belagerung ever, Alter. So. Sehr gut. Ja, da, ne? Das ist der Hexer, glaube ich. Oder ist das der Hexer? Nee, das ist nur ein Bogenschütze mit Sternen. Was heißt nur? Der Hexer, weiß ich. Der hat ja noch gelebt. War der das gerade? Gut möglich. Ich baller einfach rein, ganz ehrlich. Noch sicherer geht's doch gar nicht. So. Oh, daneben. Der nicht. Da ist der Hexer. Wow, 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 wow. Hey, Energieschild, Energieschild. So. Und weiter geballert. Ja, so macht das richtig Bock. So. Den haben wir auch. Dann den Hexer nochmal. Oh, oh, der macht seine Flamme bestimmt hier vorne hin. Ja, da muss ich aufpassen. Wenn ich hier hingehe, könnte es mich treffen. Gut, Flamme weg. Nein, der war daneben. Na also, der mit dem Stern ist auch down. Jetzt noch den Hexer. Und er ist auch down. Ja, top. Da muss ich ja nicht mal einen Turm bauen. Ich kann hier einfach runterjumpen. Das war's, ne? Ist ja tiefenentspannt. Oh, da lebt noch was. Wo denn? Ah, da. So. Und tschüss. Und natürlich kann es sein, ja, ich habe die Kiste getroffen. Blutstein, Blutstein, komm schon. Ja! Wir haben den letzten Blutstein gefunden. Oh, oh.
Scharfschütze, dich mache ich platt. So. Und so. Nein, daneben. Gut. Hervorragend. Ich hole das Portal hierher, wa? Definitiv. Was liegt denn hier noch? Nicht, dass es despawnt. Die Münzen könnten theoretisch despawnen. Ich schmeiß mal Stein weg. Und das hier. Und ich glaube, ich baue hier mal schon mal eine Workbench hin, damit nichts despawnt. Ja, ich weiß. Es ist nicht überdacht und könnte daher verbrennen. Das ist mir schmerzlich bewusst. Ich baue es trotzdem schon mal hier drunter. Ich glaube aber nicht, dass es was bringt. Weil es kann auch hier einer treffen. Und ich schmeiß mal die Sachen davor. So, die ganzen wertvollen. So, 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 den, so. Ja, keine Ahnung. Eigentlich muss ich ja nur das Portal holen. Ich glaube, das sollte schnell gehen. Einen Moment, ich muss mal kurz. So. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Ich muss kurz meinen Sound refreshen. Ach ja, die Sachen hier. Komm, die sammle ich mal alle kurz. Und trage sie hier zusammen. Da war ein Vieh, oder? Ah, ja. Da ist noch der Hexer oben. Aha. Das ist ja gut zu wissen. Und die Workbench, ich dachte gerade schon, die ist kaputt gegangen. Ist die aber nicht. Gut, dann mache ich das folgendermaßen. Ich hol's das Portal, stelle mich auf den Stein, mach den kaputt. Und dann komme ich wieder. Also nicht sie weg hier. Kurz zu dem Häuschen gerannt. Bitte sag mir, dass die Sachen da noch sind. Zur Not habe ich ja... Ja, sind sie. Gut. 5. Portal weg. Her damit. Das weg. Her damit. Und hier rumgelaufen, um diesen, auf diesen Stein. Und dann machen wir auf dem Stein den Hexer down. Ausdauer bitte. Oh, ich fühle mich schon unwohl, weil es dunkel ist, ne? Muss ich zugeben. So. Ganz nach oben. So und so. Und Feuerball. Und dann baller ich einfach mal drauf da. Vielleicht ballern wir ihn sogar runter. Nochmal höher. Ich weiß nicht genau. Ich glaube nicht, dass ich ihn treffe, ne? Doch. Er brennt. Ja, toll. Ich sehe aber nicht, wann er stirbt, ne? War er das? Nee. Keine Ahnung. Ich mach mal so und hoffe, dass er jetzt tot ist. Und wenn nicht, dann mache ich ihn von innen kaputt. Da ist er noch. Oh, der hat sogar einen Stern. Der Herr. Naja, gut. Verdammt. Wenn ich diese Säule treffe, treffe ich ihn dann durch? Nee, ne? Da muss ich schon irgendwie warten, dass er immer gegen die Säule läuft, wo ich ihn auch treffen kann. So ungefähr. So geht's. Dauert zwar ein Weilchen, aber was soll's. Ich gehe mal hier auf die andere Seite. Ich weiß, dass er mich dann antargetet und eventuell seine Zauber wirkt. Aber das geht dann, glaube ich, schneller. So. Wieder auf die Seite. Oh, nicht länger gut ausgeruht. Jetzt dauert es natürlich noch länger mit dem Mana-Rack, aber was soll's? Eider-Rack. Warte mal, kann ich nicht einfach so seinen Kopf treffen? Ja. Ich will gerne seine Life sehen. So, das sieht sehr gut aus. So, und stirbst du beim Feuer? Ja. Top. So. Und vielleicht eine Trophäe oder irgendwas? Nee, ne? Schade. Gut. Und die Workbench steht sogar noch. Das ist hervorragend. Ich würde sagen, dann gehen wir mal zurück, pennen. Und außerdem den Rambock holen, weil wir müssen da ja auch noch reingehen. Ich baue mal das Portal hier so hin. Zack. Ah. Und dann nehme ich so viel mit, wie es geht.
Räumen wir das schwere Zeug. Flammenkern. Blutstein. Akkulter Schädel. Münzen. Das wiegt sehr viel. Die Knochen stacken sich. Haben wir sonst noch irgendwas? Ach so, wir haben ja Knochen. Her damit. Keine Ahnung, was da noch liegt. Da liegt auch noch ein verkohltes Zahnrad. Ja gut, dann würde ich sagen, hindurch. So, den Blutstein packe ich hier schon mal rein. Und den Rest speise ich einfach mal erstmal mit aufs Lootloch, also auf den Loothaufen. So, weg, 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 weg. Das Holz packe ich jetzt auch erstmal weg. Nicht, ne? Mach nicht schon wieder den gleichen Fehler, ne. 10er Holz, 20er Edelholz. Immer dabei haben, ab jetzt. Gut. Und hier unsere Belagerungshacke. Stimmt. Das war ja jetzt theoretisch die letzte Belagerung, die wir machen mussten. Ich bin ehrlich. Das bedeutet, wir können Projektfestungen jetzt echt abhaken. Ich mach mal das hier wieder rein, wo es hingehört. Und außerdem, das kann ich schon mal rausnehmen. Genauso wie ein bisschen Holz. Dann nehme ich nochmal noch einen 10er mit. Für Brennholz. Und ich hoffe, wir verbrennen kein Edelholz. Gut möglich, dass das auch geht. Keine Ahnung. Aber wie auch immer. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal eine Runde pennen. Und dann brechen wir das auf. Oh, halt. Nehmen wir mal ordentlich Holz raus. Und dann müssen wir erstmal alles auffüllen. So. So, halt. Wir sind überladen. Dann packe ich mal die 30 rein. Ich nehme einfach gleich wieder, ne, also ich packe das Holz ja sowieso zurück. Und dann nehme ich genau so viel raus, dass wir einen 10er noch drin haben. Und in der Sauna. So, perfekt. Und dann hier in die Kiste. Das und davon die Hälfte. So. Sehr gut. Dann würde ich sagen, gute Nacht.